OPS Ingersoll in Haiger-Burbach ist bekannt für seine leistungsfähigen HSC-Fräszentren und Senkerodieranlagen. Das Unternehmen hat aber inzwischen auch reichlich Erfahrung in der Implementierung schlüsselfertiger Systeme, speziell für den Werkzeug- und Formenbau. Dabei standen die Automatisierungsexperten in den vergangenen Jahren immer wieder vor der Herausforderung, ein herstellerneutrales und hardwareunabhängiges Jobmanagementsystem bieten zu können, das alle Schritte der Prozessautomation im Unternehmen abdeckt, inklusive natürlich der Funkenerosion und möglichst auch der Handarbeitsplätze. Warum die Experten bei OPS Ingersoll letztendlich bei Evomex gelandet sind und welche Vorteile diese Kombination für den Anwender haben kann? Nun, schauen wir es uns an. Insbesondere im Werkzeug- und Formenbau hat das Unternehmen OPS Ingersoll einen sehr guten Namen. Einerseits wegen seiner HSC-Fräsmaschinen für Graphit- und Metallwerkstoffe, andererseits aber auch wegen der leistungsfähigen Erodieranlagen. Seit inzwischen längerer Zeit haben sich die Bearbeitungsexperten aber auch im Bereich Automatisierung einen festen Platz erobert. Grüße in Gott, Herr Stein. Sie sind technischer Leiter bei OPS Ingersoll in Haiger-Burbach, Hersteller von HSC-Fräsmaschinen und Funkenerosionanlagen sowie eben auch von Automatisierungslösungen, die schlüsselfertig hauptsächlich in Werkzeug- und Formenbau gehen. Gerade für diese schlüsselfertigen Lösungen haben Sie ja als Jobmanagementsystem seit neuestem auch Evomex. Warum denn das? Ja, Herr Pergeler, wir waren lange Jahre auf der Suche nach einem System, was unseren Kunden wirklich hardware-neutral die Möglichkeit gibt, werkstattübergreifend Lösungen im Bereich des automatisierten Datenflusses in die Werkstatt, zwischen den Anlagen und dann aus der Werkstatt heraus wieder in die nachgelagerten ERP-Systeme zu bieten. Und insofern haben wir uns nach einiger Zeit dann, nachdem wir uns mit den unterschiedlichsten Systemen da beschäftigt haben, viele in der Praxis angewendet haben, dann dem Produkt Evomex zugewandt, was uns von vielen unserer Kunden wärmstens empfohlen wurde. Und da sind wir dann eben in die Entwicklung eingestiegen, hier ein leistungsfähiges Erodiermodul mit Evomex zu entwickeln. Jetzt ist Evomex ja noch nicht ganz so bekannt. Warum haben Sie sich für dieses Unternehmen entschieden und wie kann man garantieren, dass die Anwender da eben auch ein System haben, das zum einen zukunftsfähig ist, zum anderen aber auch zum Beispiel skalierbar? Ja, gut, warum haben wir uns für Evomex entschieden? Wir haben uns bewusst dahin gewandt, wo es die modernste Softwarearchitektur gibt, wo es die Möglichkeiten gibt, in heute aktuellen Softwaremodulen Dinge abzubilden und damit eben auch zukunftsfähig zu entwickeln. Und wenn Sie dann sehen, wie wir uns im Markt teilweise schwer tun, weil wir wirklich an alten, verkrusteten Softwarestrukturen hängen, die dann mit den neuesten Möglichkeiten, die aus CAD, CAM, auch aus den Maschinensteuerungen erwachsen, dann hat man ganz klar erkennen müssen, wenn wir zukunftsoffen sein wollen, dann muss es da einen harten Schnitt geben und ich muss auf ein komplett neues Pferd setzen. Verkrustete Softwarestrukturen, Herr Greitz, Sie sind ja hier in der Position, dass Sie der Pilotanwender, der Masteranwender sind, der später auch den Anwendern draußen im Feld zur Seite steht, wenn es um Implementierung, aber auch um den täglichen Betrieb geht. Bei Jobmanagementsystemen ist man es ja gewohnt, man drückt auf den Knopf und dann geht man erstmal zum Kaffeeautomaten, weil man sich die Zeit vertrödeln muss, bis erst einmal die Hardware anfängt zu arbeiten, also bis der Roboter die erste Elektrode holt oder so. Wie ist das denn hier bei Evomex? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe auch das ein oder andere Jobmanagementsystem schon kennengelernt und durfte auch damit arbeiten. Und der große Vorteil des Systems ist einfach, dass wenn ich den Job freigebe und sage, so, jetzt kann es losgehen, dann gehe ich nicht nochmal an den Kaffeeautomat, sondern es startet direkt der Job. Das ist halt ein Riesenvorteil des Systems, die kurzen Reaktionszeiten, die wir da haben. Wie flexibel ist es denn, beziehungsweise wie einfach ist es denn zu bedienen? Also klar, jedes System hat vielleicht die ein oder anderen Schwierigkeiten oder die Startschwierigkeiten, aber für mich als Anwender ist das sehr simpel zu verstehen, zu handeln, was auch ein großer Vorteil ist. Es kommt ja schon mal vor in einer automatisierten Linie, dass man ja, Zwischenschritte einführen muss,
wenn wichtige Jobs dazwischen geführt werden müssen, wie Reparaturen oder ähnliches. Und das ist sehr einfach hier zu handeln und einfach zwischenzuschieben. Das heißt, man hat auch den kompletten Überblick sofort? Auch das habe ich natürlich immer. In Echtzeitaktualisierung habe ich den Überblick über meine ganzen Anwendungen. Und was für mich auch als Anwender ein Riesenvorteil ist, vor allem wenn man vielleicht über Industrie 4.0 immer redet, dass ich halt von überall aus Zugriff auf das System habe, da das eben webbasiert ist, kann ich, wenn ich möchte, auch mit mobilen Endgeräten, mit meinem Tablet oder mit meinem Smartphone, entweder in der ganzen Fertigung eben auf das System schauen und den Status abfragen, wo sich denn gerade was befindet, und wenn ich möchte, sogar von zu Hause aus. Das heißt, das ist ein sehr, sehr offenes System, sagen Sie. Man ist es ja gewohnt, dass inzwischen Hersteller das können, dass sie ihre ASC-Fräsmaschinen zum Elektrodenfräsen und die Erodiermaschinen zum Beispiel mit einem Jobmanager verbinden. Wie ist es denn mit Evomax? Ist der auch nur auf so ein System beschränkt oder kann man das weiter ausrollen? Also grundsätzlich ist natürlich für uns als Maschinenhersteller erstmal der Gedanke gewesen, dass wir natürlich unsere HSC-Fräsmaschinen und die LED-Maschinen integrieren. Aber natürlich ist das System auch weiter ausrollbar auf andere Maschinen und ich kann, wenn ich möchte, meine komplette Werkstatt in das System integrieren. Das heißt, sogar Handarbeitsplätze könnten da mit integriert werden und überwacht werden, sage ich mal. Das heißt, es ist auch ein guter Start, wenn man in Richtung Industrie 4.0 denkt und da noch wenig hat in der Richtung. Ganz genau. Das heißt, man könnte natürlich erstmal mit einer sogenannten Insellösung starten, wie wir sie hier auch haben, in Verbindung mit HSC-Fräsen und LED-en, und kann dann aber für die Zukunft gesehen natürlich immer weiter aufrüsten und irgendwann dann meine ganze Werkstatt darüber steuern. Die Digitalisierungs- und Automatisierungsplattform des Münchner Software-Spezialisten Evomax basiert auf einem hohen Maß an Datendurchgängigkeit und Transparenz. Die Lösungen zur Prozessautomation sind auf hohe Effizienz und Sicherheit ausgerichtet. Die einzelnen Module integrieren herstellerneutral alle relevanten Elemente von der eingesetzten Software über die Maschinen bis zur Automatisierungshardware entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das schafft Flexibilität, Transparenz und Planbarkeit in den Prozessen. Ziel ist eine vollständige Vernetzung im Unternehmen und darüber hinaus auch mit Partnern. Bei diesem Projekt arbeiten OPS Ingersoll und Evomax sehr eng mit Anwendern aus namhaften deutschen Werkzeug- und Formenbauten zusammen. Diese Experten aus der Praxis sorgen dafür, dass das System nicht nur hervorragend funktioniert, sondern sich zudem auch sehr eng an den tatsächlichen Anforderungen des Werkzeug- und Formenbauer-Alltags orientiert. Denn die Herausforderungen für die Werkzeug- und Formenbauunternehmen, die werden ja nicht kleiner, im Gegenteil. Und Thematiken wie Industrialisierung und die Digitalisierung der Prozessketten, an denen wird wohl kaum ein Unternehmen der Branche vorbeikommen. Mit ihrem gemeinsamen System haben OPS Ingersoll und Evomax jetzt die Basis dafür geschaffen, dass auch kleine Unternehmen zu relativ überschaubarem Invest in diese Thematik einsteigen können. Das System lässt sich später im Prinzip auf das gesamte Unternehmen, auf alle Prozessschritte skalieren. Es ist eine Investition, die sofort etwas bewirken kann, aber eben auch weit in die Zukunft wirkt.